Ich hätte das Paket nie annehmen dürfen. Ich bin doch kein Drogendealer, das schwöre ich, Dad. Du glaubst mir doch, oder? Natürlich glaube ich dir. In Snitch, ein riskanter Deal, überzeugt Actionstar Dwayne Johnson als besorgter Vater, der für die Freiheit seines Sohnes alles riskiert. Wenn man die Story von Snitch zum ersten Mal hört, klingt sie weit hergeholt. Doch sie beruht auf Tatsachen und das ist schockierend. Ich verspreche dir, ich werde dich hier rausholen. Ich habe sofort eine starke Verbindung zu meiner Figur gespürt. Die Geschichte bewegt und inspiriert mich. Ich würde auch alles tun, um mein Kind zu beschützen. Die Gesetze, die das Mindeststrafmaß regeln, sind simpel. Was bedeutet das? Jason muss mit einer Haftstrafe von mindestens 10 Jahren rechnen. 10 Jahre? Sind Sie völlig verrückt? Er wurde gerade erst am College angenommen. John, du musst was unternehmen. Sein Sohn macht einen Fehler. Auf den Boden! Runter! Und gerät in eine Situation, die sein ganzes Leben ruinieren könnte. In Snitch geht es um die dramatischen Auswirkungen des Gesetzes für Mindeststrafen bei Drogenbesitz, das seit 1989 in den USA gilt. Die Vereinigten Staaten gegen Jason Collins. Ich bin überzeugt von den Gesetzen für Mindesthaftstrafen. Bitte, ich will nur meinem Sohn helfen. John braucht ihre Hilfe. Sie muss sich einschalten, damit sein Sohn früher rauskommt als die 15 bis 20 Jahre, die er absitzen soll. Ihr Sohn muss uns helfen, jemanden festzunehmen, sonst können wir seine Haftstrafe nicht reduzieren. Ich soll jemanden verraten? Das mache ich nicht. Er lässt sich auf einen unglaublichen Deal mit der Staatsanwältin ein. Und wenn ich das für ihn mache? Was? Wenn ich Ihnen helfe, jemanden zu verhaften? Bei uns in der Firma arbeiten oft Ex-Häftlinge, die mit Drogen zu tun hatten. Vielleicht hat da jemand Kontakte. Ich bin gerade dabei, mein Leben zu regeln, okay? Und das tue ich für meine Familie. Ich will nur, dass Sie mich mit ein paar Leuten zusammenbringen. Im Kern geht es um einen Vater, der alles tut, um seinen Sohn aus dem Gefängnis zu holen. Na, dann lass doch mal hören, was dich hier in meine Hütte getrieben hat. Ich arbeite in der Baubranche. Momentan läuft es nicht so gut. Also, wenn Sie Transportmöglichkeiten suchen, könnte ich Ihnen meine Hilfe anbieten. Sieht aus, als wären wir im Geschäft. Es kommt nicht darauf an, wie groß und stark er ist. Es geht um einen Mann mit dem Herz eines Löwen. Weißt du überhaupt, mit wem wir es hier zu tun haben? Der Typ war früher in der mexikanischen Armee und überwacht jetzt diese Region für das Nuevo León-Kartell. Arbeiten Sie für uns, dann gehören Sie zur Familie. Das betrifft natürlich auch Ihre Frau und Ihr Kind. Das ist der letzte Job. Wenn Sie den zu Ende bringen, wird der Richter Ihren Sohn sofort freilassen. Sie benutzt ihn für Ihre politischen Spielchen. Du hast einen Deal mit dem Bullenmann. Was glaubst du, was passiert, wenn das Kartell mitkriegt, dass du ein Informant bist? Dann machen die unsere Familien fertig, John. Dwayne wird mit einer Situation konfrontiert, die selbst für ihn eine Nummer zu groß ist. Hier ist er kein typischer Actionheld und das ist auch für die Zuschauer neu und spannend. Wenn ich das jetzt nicht mache, muss Jason für die nächsten 10 Jahre seines Lebens ins Gefängnis. Und wenn du das nicht überlebst? Es geht um einen ganz gewöhnlichen Mann in einer außergewöhnlichen Situation. Er muss handeln für seinen Sohn. Die Handlanger reichen uns nicht. Wir wollen den Boss. Sie wissen, dieser Job ist ein Todeskommando. Hey John, bist du sicher, dass du das hinkriegst? Ganz sicher. Snitch, ein riskanter Deal. Ab 6. Juni im Kino.